Also. Alter Zwiebel, Klappe 1. Die alte Zwiebel, Klappe 1, die erste. Junge Zwiebel, Klappe 1, die erste. Was könnte man noch nehmen, außer Zwiebel? Wir haben noch zur Auswahl Zitrone, Kartoffel und Paprika. Alles zu einfach. Wir machen alles, dass man abstimmen kann. Der Seewolf schafft es ja auch schon mit der Hand. Wozu braucht man dann einen Spanngurtspanner? Ja, die Frage ist, ob der Spanngurtspanner das schafft, was der Seewolf schafft. Was für ein Seewolf? Seewolf. Aber schon der Seewolf. Der Seewolf. Gott, ja, dann bist du unbewildert. Ach Gottchen, kann das sein, dass er das nicht weiß? Hat er kein PCchen zu Hause, wie man dieses Gerät nennt? Die Jugend von heute. Keine Ahnung, aber davon recht viel. So, ich werde es mal jetzt so rum versuchen, weil... Wenn ich das in der Schule erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Das wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein. Kennt ihr das Cartoon? Nein. Das von diesem... Ich sag, Gernhardt oder so, oder wie heißt das? Wo es eine Gans mit dem Kopf in einem Stiefel steckt und ein Schwein steht unten und schaut sich das an und das Buch heißt mit dem Titel wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein. So, also jetzt muss ich wirklich das so rumdrehen, sonst sieht man nicht, was los ist. Warum hast du immer noch Handschuhe an? ich finde, Zwiebel ist jetzt nicht unbedingt was. Jetzt sieht gar keiner mehr, sorry. Du hättest es so wie vorher lassen. Ich gehe auf die andere Seite. Nein, bleib da. Nee, du musst deine Hände... Bloß. Ja, das kann ich aber nicht. Gott im Himmel. Jetzt guckst du es erst recht zu, aber auch katholisch. Können ja schneiden. Wenn es einer von uns könnte. Also, ich wollte nicht viel sagen. Also irgendwelche Chinesen mit ihren Stapelvideos können wir auch. Das Geräusch drauf ist, das macht so ein kleines Knack, Knack, Knack. Das ist so männlich. Das musst gerade du sagen. Weil ich keine Zwiebeltittchen habe. Zwiebeltittchen? Wer hat jetzt das Bier gesoffen? Er oder ich? Oh Gott, Blitz, komm. Jedenfalls ist es ein Tick weniger widerstandsfähig als das Glas, oder? Ja, gut. Bin schon weitergekommen. Aber normales Glas würdest du, glaube ich, schaffen mit dem Ding. Schafft man auch mit der Hand. Wenn man draufhaut. Ja, wenn man mit einem Zwiebeltittchen draufhaut. Also, so richtig unbeeindruckt ist anders. That's what she said. Hast du meine Wassermelone zerquetscht? Hast du eine? Nee. Gibt's bei Lidl für 1 Euro. Hast du Lidl? Nee. Was ist denn heute für ein Tag? Auf jeden Fall schon nach 10. Papa! Ja, nach 10 hat er. Was ist heute für ein Tag? Nach 10. Wie ist nach 10? Ich will nicht mehr offen, meine. Guck dir das an. Aldi macht gleich zu. Aldi, schönen Zwiebeln da. So aussehen würde, wenn mein Kopf da einspannt. Würde genauso aussehen wie deine Zwiebel. Aber ich würde sagen, es kommt auf den Versuch an. Gib doch deinen Kopf einfach mal her. Ich will jetzt nicht sagen, wer von euch beiden Probleme hat. Das kauft das irgendwelche Großkriminellen, die damit dann ihre Leute foltern. Wie langweilig. Wie das mit Kleinkriminellen. Wie die Mafia. Welche Leute, kleine Familie. Andere Leute nachts in der Garage schleppen und den Eimer auf den Kopf setzen und den Weltversteiger drauf haben. Du hast so eine Scheiße. Die haben immer einen Eimer auf dem Kopf, tut nicht so weh. Du hast so eine Scheißfantasie, du Spack. Jetzt habe ich hier diese Zwiebel bald schon ganz kaputt gesägt, Freunde. Und nur wegen euren Vorschlägen. Ja? So Vorschläge. Ich mag eh keine Zwiebel, soll sie leiden. Sadist. Quäl mich doch. Nein. Also diese Zwiebel hat aufgegeben, egal wie ihr das nennt, aber ich sag, sie hat aufgegeben.
Ach was. Das ist schon eine richtig gute Zwiebeldrücktechnik, oder? Die gibt nur vor, aufzugeben, um dir dann den Todesstoß zu versetzen, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ich sag, ich habe gewonnen. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt, aber diese Zwiebel schlägt nicht mehr zurück. Okay, was jetzt? Das war die Sage von Ralf Richtling, die Welt von den Zwiebeln und weiter. Kein Namen, kein Namen. Bist du verrückt, Jack? Kein Namen. Steht ja bloß auf der Webseite und bei eBay und keine Namen und so. Ja. Prinzessin. Es ist alles auf Band. Wir haben sie an den Eiern. So, also, das war's. Freunde. Noch wieder irgendwas? Alles zurück auf null. Freunde. Wie wär's mit der Packung? Hast du das alles? Ja, auf Band. Ist das drauf? Ja, ist drauf. Ich meine, dieses. Ja, ich habe immer mitgefilmt.